Der Vorstellen fängt an. Wir zeigen heute alles, was man zeigen kann. Artisten, Tiere, Attraktionen. Alle Sesamstraßenleute machen mit ins Zirkus heute. Jubiläum feiern wir. Drum bin ich auch hier. Der Zirkus Sesame Alley begrüßt euch tausendmal. Denn tausendmal Sesamstraße ist eine schöne Zahl. Willkommen, liebe Freunde, in unserem Zirkuszelt. Wir hoffen, dass der Zirkus Sesame Alley euch gefällt. Und jetzt beginnt unser Programm. Und deshalb sage ich gleich der erste Nummer an. Manege frei für wen eigentlich? Also, was sagt man denn dazu? Das fängt ja wirklich gut an. Tausendmal haben wir das geprobt. Ehrlich, ganz ehrlich. Und Bibo hat schon wieder vergessen, womit wir beginnen. Naja, dann muss ich eben einspringen, wie immer. Aber bei dieser Gelegenheit möchte ich mich gleich vorstellen. Uli von Bödefeld, der musikalische Leiter und Dirigent des großen Sesamelli-Zirkusorchesters. Tausend Musiker stehen mir zur Verfügung. Eine stolze Anzahl. Da sind sie, die Jungs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seht ihr? Und so weiter. Und da drüben, das ist mein Assistent. Sehr begabt, der Junge. Er hilft mir, dieses Riesenorchester zu dirigieren. Ingfried Hoffmann. Naja, ist ja gut, es reicht. Er komponiert übrigens auch. Und hat für alle 1000 Sendungen die Musik geschrieben. Naja, also jetzt fangen wir jedenfalls an. Ja, aber womit? Nein, mit dem großen Zauberer Tififax Bibo. Der große Zauberer Tififax. Dankeschön, danke, tausend Dank. Und gleich geht es los. Tififax Zaubershow mit Artisten, Tieren und Attraktionen. Gleich sind sie da, schnell sind sie wieder weg. Die vier Fontners auf ihrem Trampolin. Sesam Hex. Ja.
Und weiter geht's mit dem Feuerschlucker Chico del Mauro. Sesam, Hex. Und jetzt Sesam, Hex. Das war Chico del Mauro, der Feuerschlucker. Und die nächste Nummer, Giacomo und Pippo mit ihrem verrückten Taxi. Sesam, Hex. Sesam, Hex. So, das war noch lang nicht alles. Ich kann selbstverständlich auch Tiere wegzaubern. Hier der Beweis. Sesam, Hex. Nanu, wie ist denn das möglich? Ich hatte doch gar nicht mein Zauberwort gesprochen. Er ist weg, verschwunden. Schade, jetzt kann ich ihn nicht mehr wegzaubern. Und jetzt geht's weiter im Programm. Und deshalb sag ich gleich die nächste Nummer an. Money sei frei für wen eigentlich? Schon wieder? Oh, also das ist ja zum aus der Haut fahren. Zum aus der Elefantenhaut fahren, jawohl. Jetzt kommen nämlich Elefanten, jawohl. Unsere Ute hat sie dressiert. Ute mit der größten dressierten afrikanischen Elefantenherde der Welt. Ute mit ihren Elefanten! Das ist die Kongo. Und der Kongo werde ich jetzt mal eine Quizfrage stellen. Kongo, wie oft wurde die Sesamstraße bis jetzt gesendet? Achtung! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So ein Unsinn. Bis 1000 zählen, das würde doch viel zu lange dauern. Soll draußen weiter zählen. Sesam, Hex. Seht ihr? Weg sind sie. Und jetzt geht's weiter im Programm. Und deshalb sage ich gleich die nächste Nummer an. Manege frei für wen eigentlich? Das darf doch nicht wahr sein. Um alles muss man sich hier selber kümmern. Bibolein, wie kann man das vergessen? Jetzt kommen doch unsere beiden Clowns. Manfredo und Horstino, na? Oh, bedare. Unsere beiden Clowns, Manfredo und Horstino. Hoppla! Horstino! Manfredo! Gut, dass du kommst.
Guckt mal, was ich kann. Was denn? Ich kann nicht sehen. Na, da kommt doch rein. Ah ja. Wo ist das? Das geht nicht. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Na sowas. Das gibt es doch gar nicht. Komisch. Du, Manfredo. Ja? Die Tür ist zu. Ja, vielleicht ist sie zu. Ja, vielleicht ist sie abgeschlossen. Das ist aber schade. Oh. Was ist das? Faustino, da bin ich. Manfredo. Manfredo. Du wolltest mir etwas zeigen. Ach so, ja. Guck mal, was ich kann. Ja. Guck mal. Ja, und? Und? Was heißt und? Ist das alles? Mit 3 Ping-Pong-Bällen und dann fallen sie alle herunter? Ich kann es mit 1000 Ping-Pong-Bällen! Mit 1000? Gleichzeitig! Du meinst, 1000 Ping-Pong-Bälle gleichzeitig in der Luft? Ich werde es dir zeigen, einen Augenblick. Faustino, na, ich bin gleich wieder da. Na, da bin ich aber sehr gespannt. Ja, 1000 Ping-Pong-Bälle. Da bin ich wieder. Faustino, ich komme hier nicht durch. Manfredo, versuche es doch einmal andersherum. Ja, du hast immer die besten Ideen. Ja. Aua. Du, das geht nicht. Warte, ich helfe dir, warte. Ah ja, zu zweit. So, Manfredo, da kommen wir nicht durch. Das ist schade. Ja, Faustino, das ist so schade. Das ist sehr schade. Jetzt kann ich dir meine Sensationsnummer nicht zeigen. Ja. Du, Manfredo, nein. Ich hab's. Nein. Ich hab's. Nein. Wir müssen doch gar nicht durch diese Tür. Du kannst doch auch außen an der Seite herum. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wir brauchen die Türe gar nicht. Hörst du, Türe? Wir brauchen die Türe. Oh. Na los. Ich bin doch so neugierig. Ja, es geht jetzt los. Ja. Aber erst lies, was da geschrieben steht. Ja. 1000. 1000. 1000, ja, 1000. Und schau hinein. Da. Ja, das. 1, 2, 3, 4. 997, 998. Glaub ich dir, ja. 1000! Alles! 1000! Glaube dir nicht, dass du mit diesen 1000 auf einmal. 1000! Gleichzeitig! Jetzt zeige ich's dir. Achtung! Fertig! Los! Oh. Hast du's gesehen? Das waren Manfredo und Faustino. Ja, das waren sie. Denn jetzt sind sie weg. Sie sahen Hex. Na, was sagt ihr? Ich habe sie weggezaubert. Und jetzt geht weiter im Programm. Und deshalb sage ich gleich die nächste Nummer an. Manege frei für wen eigentlich? Also Bibo, tschitschitschitsche. Wenigstens das hättest du dir merken können. Also jetzt, jetzt ist nämlich Pause, jawohl. Jetzt ist Pause. Jawohl. Hey, Bert, komm doch mal eben rein, ja? Komm doch mal her, Bert. Wenn du was ganz Tolles erleben willst, musst du mal herkommen.
Komm doch mal, Bert. Was ist denn los? Pass auf, ich zeig's dir. Hier habe ich einen Springreifen. Ja, siehst du? Hältst du den Reifen mal? Also, schön. Also, Bert, wenn du den Reifen hochhältst, dann wirst du was Tolles erleben. Wenn ich den Reifen schön hochhalten. Hoch. Und ein bisschen seitwärts, Bert. Ein bisschen seitwärts, bitte sehr. Sehr schön, gut so. Ausgezeichnet. Ich kann aber nichts Tolles sehen. Nur einen Moment Geduld. Und dann? Hey, Schnucki, jetzt komm doch mal her. Ja. Das ist Schnucki, ein kleiner Freund von mir. Ja. Ein Freund? So klein sieht er aber nicht aus. Und freundlich sieht dein Freund auch nicht aus. Ach, der ist schon ganz in Ordnung, Bert. Ja. Der ist mir auf der Straße über den Weg gelaufen. Und ich habe ihm beigebracht, durch diesen Reifen zu springen. Verstehst du? Durch den Reifen? Ja, hältst du jetzt bitte den Reifen hoch? Hoch. Schnucki, hör gut zu. Ja. Wenn ich dich jetzt rufe, dann rennst du genau auf mich los, springst durch den Reifen und kommst zu mir. Und dann kriegst du einen Keks. Oh, Keks. Ja, du kriegst hör mal, einen ehrlich, Keks. Ich möchte Was? Das nicht tun. Wirklich nicht. Ich möchte das nicht. Das ist ganz einfach, Bert. Du brauchst Nein, nur den Reifen hochzuhalten. Na, also schön. Alles klar? Nur den Reifen hoch. Also los, Schnucki. Komm zu Herrchen. Komm zu Herrchen. Komm. Komm und spring. Komm, Schnucki. Keks. Kekse! Das war aber nicht richtig. Hab ich gewusst. Nein, 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 Schnucki, du hast den Reifen umgerannt. Vor allem hat er mich umgerannt, Ernie. Pass auf, Schnucki, ich sag dir, was du tun musst. Du musst durch den Reifen springen. Ja. Also beim nächsten Mal springst du durch den Reifen und nicht über den Reifen. Ja. Also versuch's nochmal. Sei schön brav und geh darüber. Sei brav. Ernie, jetzt hör mir mal zu, Ernie. Was? Nein. Nein, ich mag Wieso diese nein? Reifenhalterei nicht. Ganz und gar nicht. Du, ich habe eine großartige Idee. Dieses Mal hältst du den Reifen und ich stelle mich dahin und Schnucki rennt auf mich zu. Was hältst du davon, Nein, nein, Ernie? Das geht aber leider nicht. Geht nicht? Sieh mal, ich bin doch Schnuckis Herrchen. Er kommt doch nur zu mir. Verstehst du? Das sehe ich ein. Hoch mit dem aber Reifen. Aber mir gefällt das nicht. Brauchst du nur hochzuhalten. Aber ich, nichts weiter, mir nur gefällt hochhalten. Das nicht. Fertig, Schnucki. Geht gleich los. Komm zu Herrchen, komm zu Herrchen. Komm durch den Reifen, Schnucki. Nein, warte mal. Sag ihm, dass er mich nicht wieder umrennen soll. Er soll dich, Schnucki, nicht wieder über den Reifen springen. Hast du verstanden? Ja. So, wer hat der Reifen? Durch. Also los. Nein, 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 das war schon wieder falsch. Diesmal bist du nur um den Reifen rumgegangen, aber du sollst durch den Reifen springen. Begriffen? Doch. Also dann geh schön zurück auf deinen Platz. Sei schön brav, schön brav. Geh schön zurück auf deinen Platz. Los, geh, Schnucki. Ja, sehr schön. Ernie, ich mach das nicht mit. Nein, Stell dich nicht so an, Bert. Halt den Reifen hoch. Aber immer zum schön letzten den Reifen Mal, zum hoch. Letzten Mal. Ja, zum letzten Mal. Versprochen? Hoch mit dem Reifen. Also gut. Komm, Schnuckileinchen, komm, komm, durch den Reifen. Na komm, Schnuckileinchen, komm schon, komm, komm, durch den Reifen. Oh, sehr gut, großartig. Hast du geschafft. Hast du gut gemacht, Schnucki, jawohl, durch den Reifen. Braver Schnucki. Sehr brav. Ja, kriegst du schon, keine Angst. Aber du kriegst ja deinen Keks. Ich hab bloß im Augenblick keinen bei mir. Die Kekse sind in der Küche. Ich meine, man müsste in die Küche gehen und nachsehen, ob da die Kekse in der Küche... Ja, da müssten welche sein. Du, Ernie, hm? Er ist nicht nur durch diesen Reifen gesprungen, sondern auch durch unsere Küchentür. Das hast du ihm sehr gut beigebracht. Und jetzt geht's weiter im Programm. Und deshalb sage ich gleich... Die nächste Nummer an! Man ist eh frei für... Für wen eigentlich? Bibo, wie kann man so etwas vergessen? Jetzt kommen doch Lilo und Direktor Franz Althoff mit ihrer weltberühmten Pferdedressur. Jawohl! Lilo und Direktor Franz Althoff? Mit ihrer weltberühmten Pferdedressur. Jawohl! Thank you.
Leistung. So eine Pferdedressur ist äußerst schwierig. Nur zaubern ist schwieriger. Sesam, Hex! Aber wie ihr seht, ist es mir wieder gelungen. Und jetzt geht's weiter im Programm. Und deshalb sag ich gleich die nächste Nummer an. Man ist eh frei für wen eigentlich? Jetzt fehlt doch nur noch einer, Bibo. Der große Samson, jawohl. Mit seiner Assistentin Lilo, jawohl. Jawohl. Der große Samson, jawohl. Mit seiner Assistentin Lilo, jawohl. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Sie sehen heute eine einmalige Darbietung. Samsons Flohzirkus. Jawohl. Moment mal, Lilo. Ja? Wo stecken die denn? Wieso? Was suchst du denn? Na ja, meine Flöhe. Eben waren sie noch da. Ja, ach so. Die haben sich versteckt. Ja, die ja. Spürst du denn gar nicht? Ah, halt mal, warte. Hier. Nein, ich hab schon. Ich hab schon einen. Hier, da ist. Aber vorsichtig. Da ist einer. Nicht so stark drücken. Ich habe sie. Hier. Danke, so. Lilo. Hier sind sie. Meine beiden dressierten Flöhe. See und Sam. Jawohl. Los. Na los, verneigt euch, ihr beiden. Ja, so ist gut. Und jetzt gebt Lilo einen Kuss. Nein, bitte nicht. Na gut, wenn du nicht willst. Meinetwegen. Also wie gesagt, das sind meine beiden Flöhe, See und Sam. Dieser kleine hier ist See und der andere etwas dickeres Sam. Sesam. Und jetzt, ihr beiden, zeigt, was ihr könnt. Sesam! Hopp! Lilo! Ja. Hier ist er! Sag mal, Lilo, wie ist es denn eigentlich? Bekomme ich auch einen Kuss dafür? Was, ein Kuss? Aber Samson, vor all den Leuten! Ja, ich will jetzt aber einen Kuss haben! Nein, Samson, wir sind doch im Zirkus! Na und? Dann gibst du mir eben einen Zirkus. Ach, ein Zirkus. Komm her, du. Danke, so. Na, das war aber ein Mini-Zirkus. So, aber jetzt geht es weiter in unserem Programm. Sesam, Hex. Und Samson, einmalige Würstchennummer. Jawohl, ich... Sie sehen hier 10 Töpfe. Und in jedem von diesen Töpfen sind 100 Würstchen. Also wir haben 10 Töpfe, das sind also wie viele Würstchen? 1000 Würstchen. Und die wird Samson jetzt im Rekordtempo verspeisen. Jawohl, wo fange ich an? Am besten hier. Lecker. Aha, hoho. Eins. Na, Samson? Was ist denn? Das war ja nur ein Würstchen. Ja. Das sind noch 999 Würstchen. Lilo, ich kann nicht mehr. Ich bin satt. Ah, das gibt es nicht. Doch, das gibt's. Aber Samson. Weißt du, ich kann ja auch nicht. Ich kann es ja auch nicht verstehen. Aber vorhin hat's doch geklappt. Vorhin? Ja, bei der Probe. Da habe ich ohne Probleme 1000 Würstchen geschafft. Sesam, Hex. So, das hätten wir. Jetzt habe ich aber genug gezaubert. Ich werde mich von meinem lieben Publikum verabschieden. Halt, nein. Beinahe hätte ich etwas vergessen. Ich glaube, jetzt ist es bald soweit. Sesam, Hex! 999! 999!
geschafft! Ich hab's geschafft! Und wir haben's geschafft! Die tausendste Sesamstraßensendung mit der großen Sesamelli-Zirkus-Show! Auf Wiedersehen und tschüss! Es war die Sesamelli-Zirkus-Show mit Samson, mit Tiffy und mit Bödefell. Die bleibt bestehen, die Sesamstraße konnte man bis jetzt tausendmal im Fernsehen bei uns sehen, im Fernsehen sehen. Tausendmal die Sesamstraße, das ist eine schöne Zahl. Und zu diesem Jubiläum grüßen wir euch tausendmal. Tausend bunte Luftballons stehen deshalb hier bereit. Die tausend bunten Luftballons fliegen ganz bestimmt sehr weit. Ja, sie fliegen in die Ferne, ziehen mit den Wolken fort. Sie verkünden überall tausendmal, das ist Rekord. Sie fliegen in die Ferne, ziehen mit den Wolken fort und sie verkünden überall tausendmal, das ist